Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da geht aber jetzt megatechnisch was durcheinander. Das muss man sehr deutlich sagen. Liebe Frau Bunsel, dass ein bisschen beleidigt sein, dass Sie da jetzt nicht haben mitspielen können. Sie haben es ja selbst so gesagt. Ja, schade, aber ich glaube, das war auch noch nicht so der richtige Zeitpunkt. Ich habe die Pressemitteilung der Kollegin Vogt mit Interesse zur Kenntnis genommen. Mit dem Konzept, was Sie da auflegen, mit Ihren bildungspolitischen Sprechern, da sind Sie ja meilenweit hinter dem zurück, was in NRW schon längst Praxis ist. Das muss man wirklich sagen. Und wenn das die Antwort für die Zukunft ist, das finde ich eher enttäuschend. Das, was von der Bundesebene von Frau Wanka kommt, steht auch noch in den Sternen. Das ist also ein bisschen mehr Pythia, was hier drin ist, als wirklich reale Politik. Aber so viel nur zu den Einlassungen der CDU. Ich möchte beginnen, mich bei Hans Voss zu bedanken, weil seine sehr sachliche, aber immer enorm kompetente und praxisnahe Art und die bestimmte Lässigkeit auch für viel Substanz in der Diskussion gesorgt hat. Herzlichen Dank. Und ich möchte mich ganz besonders bei Monika Pieper auch bedanken für die Leidenschaft für dieses Thema, was auch in diesem Antragsentwurf noch mal deutlich geworden ist, und auch das Vorantragen der Bedeutung und der Bedeutsamkeit dieses Themas. Das ist auch dein Verdienst. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du uns nicht in die Zwickmühle gebracht hast, diesen Antrag abzulehnen, weil nämlich genau diese Frage des Pflichtfachs Informatik da an erster Stelle aufgehängt war. Darüber müssen wir in der Tat streiten. Und das haben wir auch oft genug getan, weil wir der Meinung sind, wir möchten es eben nicht abwälzen, sondern wir wollen es zu einer gesamten Schulentwicklungsaufgabe machen. Und dann wird man in diesem Kanon der naturwissenschaftlichen Fächer das natürlich verankern und wird einen anderen Stellenwert hineingeben müssen. Weil ich glaube, da sind wir sehr beieinander, wenn wir sagen, das Leben und Lernen in der digitalen Gesellschaft wird zur klaren Leitperspektive schulischer Entwicklung, um bildungsgerecht allen Kindern und Jugendlichen Zukunftsperspektiven in der digitalen Welt zu eröffnen. Ja, informatisches Wissen und Grundbildung gehört zum Weltwissen heute. Und es erschließt die Welt. Und deswegen muss man auch begreifen, was dahinter steckt, wenn im Internet plötzlich die Algorithmen wirken und mir alle möglichen Angebote gemacht werden, weil ich einmal auf eine Seite geklickt habe. Wir könnten das jetzt im Alltag in ganz viele Dinge durchdeklinieren, aber es ist so. Und deswegen bin ich froh, dass wir zu diesem gemeinsamen Antrag gekommen sind, weil uns das wirklich eint, das voranzutreiben und zu einer Schulentwicklungsaufgabe dann auch zu machen. Das muss man in der Schrittigkeit auf allen Ebenen, die in dem Antrag beschrieben sind, dann auch durchdeklinieren. Ja, und was mich auch besonders freut, dass wir noch mal einen Schwerpunkt gelegt haben auf die Frage, wie viele Mädchen und Frauen kriegen eigentlich Zugang zu diesem Feld. Was mich begeistert hat, ist die Ausstellung im Heinz-Nixdorf-Museumsforum zu Ada Lovelace gewesen. Die Pionierin, und man höre und staune, 1815 geboren, leider 1852 schon gestorben, die erste Programmiererin der Welt, die auch mit einer kritischen Reflexion zum Thema der Maschinen sich damals auch schon zu Wort gemeldet hat und gesagt, dass mit den Maschinen muss man umgehen lernen, man muss sich verstehen lernen und deswegen muss man das Programmieren lernen. Und in ihrer Biografie hat sie gegen sehr viel Widerstände dieses Bildungsfeld für sich erschlossen und diesen Beitrag geleistet. Wenn wir das hinkriegen, dass mehr Mädchen und Frauen diese Ada Lovelace kennenlernen und wenn wir diese Wege öffnen und eine Begeisterung für das Feld naturwissenschaftlicher Bildung insgesamt hinkriegen, dass man nicht damit kokettiert, ich kann kein Mathe und ich kann keine Informatik, sondern dass das zum wesentlichen Bestandteil unseres Weltwissens wird. Und zwar schon mit den sehr jungen Kindern, wo altersgerecht auch analog das Thema Programmieren gelernt werden kann, ein Verständnis dafür geschaffen werden kann. Ich glaube, da sind wir einen großen Schritt weiter, diese Welt zu begreifen und vor allen Dingen sie auch kritisch und aktiv dann mitgestalten zu können. Deswegen bin ich dankbar für diesen gemeinsamen Antrag und als Wertschätzung der Arbeit, die wirklich geleistet worden ist von dir in den letzten 5 Jahren, ganz herzlichen Dank auch für diese immer konstruktiven Beiträge und für das Beharren darauf, dass es um die Sache geht. Danke, Monika. Vielen Dank.